Viel schlimmer hätte der Abend für den FC Bayern nicht laufen können. Punkt. 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 Trotz eines dominanten Auftritts 1:2 gegen Real Madrid verloren, dabei eine Fülle an Torchancen versiebt und in Jerome Boateng, Arjen Robben und Javi Martinez gleich drei Spieler mit Verletzungen verloren. Punkt. 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 Selten hat schmerzhafte Niederlage ein Spiel in vielerlei Hinsicht derart treffend beschrieben. Dennoch haben die Münchner den Traum vom Triple noch längst nicht begraben. Punkt. 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 Eurosport zeigt, was den Bayern noch Hoffnung für das Finale macht. Punkt. 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 Dominanz im Hinspiel, betrachtet man die Leistung, kann man den Bayern eigentlich kaum etwas vorwerfen. Sie ließen kaum klare Chancen zu und waren fast die ganze Zeit dominant. Punkt. 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 Jupp Heynckes ist es gelungen, seiner Mannschaft einen Plan zu vermitteln, der für offensiven Druck sorgte, ohne dabei anfällig für die gefürchteten Realkonter zu sein, schreibt unser Eurosport-Taktik-Experte in seiner Analyse des Spiels. Punkt. 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 17:7 Torschüsse, 60% Ballbesitz, 585:392 gespielte Pässe, 10:3 Ecken, die Zahlen belegen, dass Bayerns Niederlage nicht unbedingt dem Spielverlauf entsprach. Punkt. 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 Ein zweites Mal werden die Bayern sicherlich nicht derart fahrlässig mit ihren Chancen umgehen. Punkt. 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 Sergio Ramos, Thomas Müller gehört die Image-Mentalität. Die einen werden es Joshua Kimmich als Arroganz auslegen, die anderen von Mia Senmia sprechen. Punkt. 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 So viele Riesenchancen hatten wir nicht mal gegen Hannover. Punkt. 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 Wir hätten 7:2 gewinnen können, tönte Joshua Kimmich trotzig. Punkt. 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 Jupp Heynckes hat seine Mannschaft wieder das Siegergehen eingeimpft, der Mannschaft ist die Gier nach Siegen und Titeln in jeder Sekunde anzumerken und das Selbstvertrauen an die eigene Stärke ist, siehe Kimmich, ungebrochen groß. Punkt. 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 Es gab keinen negativen Kommentar in der Kabine, es haben wirklich alle gesagt, dass noch alles drin ist, versicherte Niklas Süle nach der Partie. Punkt. 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 Wir haben 100% Glauben, pflichtete im Kimmich bei. Punkt. 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 Aufgeben existiert nicht im bajuwarischen Vokabular. Punkt. 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 Video unverdient verloren, am Schluss wird abgerechnet. Heynckes Kampfansage an Real David Alaba. Der Österreicher galt lange als einer der besten Linksverteidiger der Welt, stagnierte dann, war aber unter Heynckes auf gutem Weg zurück zu alter Stärke. Punkt. 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 Zuletzt konnte er, gehandicapt durch Verletzungen, zwar nicht überzeugen, wie wichtig er nach wie vor für das Team ist, wurde durch sein Fehlen gegen Real aber einmal mehr deutlich. Punkt. 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 Punkt.
Punkt, Punkt, Punkt. Sein Vertreter Rafinha machte keine schlechte Partie, patzte aber entscheidend vor dem 1:2 und war nur selten in der Lage, Vordermann Frank Ribéry in der Offensive zu hinterlaufen und zu unterstützen. Punkt, 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 Punkt. Ribéry musste immer wieder ins Dribbling gegen zwei oder mehr Leute gehen, rieb sich in Zweikämpfen auf. Punkt, 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 Punkt. Womöglich fehlte ihm daher beim Abschluss die nötige Frische und Konzentration, um eine seiner zahlreichen Großchancen zu nutzen. Punkt, 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 Punkt. Die Chancen, dass Alaba, der mit Oberschenkelproblemen zu kämpfen hat, im Rückspiel wieder auflaufen kann, stehen gut. Am Donnerstag trainierte der 25-Jährige wieder. Punkt, 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 Punkt. Bayern kann seine Qualitäten mehr als gut gebrauchen. Punkt, 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 Punkt. David Alaba fällt wegen Rückenproblemen aus. Sieht Erinnerungen an Madrid im Viertelfinale der vergangenen Saison, verloren die Bayern das Hinspiel ebenfalls zu Hause mit 1:2 und lieferten Madrid im Rückspiel einen heroischen Kampf. Punkt, 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 Punkt. Erst zweifelhafte Entscheidungen von Schiedsrichter Victor Kassai besiegelten das Bittere aus nach Verlängerung. Real ist verwundbar und wir haben in Madrid nichts zu verlieren. Punkt, 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 Punkt. Da können wir Hoffnung draus schöpfen und unter Umständen noch freier aufspielen, kündigte Heynckes an. Punkt, 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 Punkt. Auch die Königlichen sind sich ihrer Sache längst nicht sicher. Fürs Rückspiel sind wir leicht favorisiert, aber wir werden sehr aufpassen müssen, warnte Kapitän Sergio Ramos. Punkt, 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 Punkt. Bayern kann das auch in Madrid noch aufholen, schob sein Trainer hinterher. Punkt, 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 Punkt. Punkt, 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 Punkt. Thomas Müller deutete bereits wenige Minuten nach Spielende an, worauf sich Real gefasst machen darf: Wir haben die letzten Wochen Tore wie am Fließband geschossen und heute nicht. Punkt, 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 Punkt. Ob es nur Zufall war, werden wir dann ja in Madrid sehen. Video: Zidane warnt, es ist noch nicht vorbei. Juve als Anschauungsunterricht, dass das Bernabeu das bei weitem keine Festung ist, hat vor wenigen Wochen bereits Juventus Turin bewiesen. Punkt, 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 Punkt. Mit einer 0:3 Hüopteck reisten die Italiener nach Madrid ein scheinbar unmögliches Unterfangen. Punkt, 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 Punkt. Doch nach nur 60 Minuten hatte die alte Dame das Ergebnis aus dem Hinspiel egalisiert, war drauf und dran, das Wunder zu schaffen. Punkt, 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 Punkt. Bis der Schiedsrichter in der 93. Minute einen strittigen Elfmeter pfiff und ein eiskalter Ronaldo den Ball wenige Minuten später in den Winkel jagte. Punkt, 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 Punkt. Wir haben gesehen, dass Juventus auch 3:0 in Madrid geführt hat. Punkt, 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 Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, deswegen fahren wir trotzdem mit breiter Brust hin und wollen es noch umbiegen, machte Sven Ulreich sich und seinen Teamkollegen Mut. Punkt, 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 Punkt,
Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt, Punkt. Real wackelte, Real wankte. Punkt, 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 Punkt. Gelingt es den Bayern anders als Juve, die Königlichen zu Fall zu bringen? Video: Heinkes bemängelt individuelle Fehler, haben Geschenke verteilt. Punkt, 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 Punkt.